Daniel hat gesagt, es soll klingeln, Noraschka hat gefressen. Ja, Noraschka ist irgendwie tot. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin den ganzen Abend hier. Willkommen zu Ihrem TED-Talk. Ich wurde gefressen. Und also es war wahr. Es war wahr. Ja. Dragon hat gesagt, Vorsicht. Hi, Lippikus. Ja, hi. Geht's dir gut? Ja. Das ist schön. Hi, Fehler. Hallo. Fehler blutet was aus. Ja. Diese Ecken waren zwar geil, aber sehr, sehr, sehr cremig. Nussecken? Sehr, ja, oder? Aber das ist ja das Perverse daran. Das ist ja, ja. Das, ja, das Geile. Hier ist doch gerade was geplatzt, oder? Fuck. Daniel, kann man dir vertrauen? Mia! Cremig, hab ich gerade verstanden. Ja! Komm kurz, komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Mia vertrauen! Kanadier. Komm mit in die Ecke. Jetzt hast du mir schon wieder zu viele Menschen. Ich hab's verstanden. Noraschka, ich hab's verstanden. Ha? Hast du? Okay, ja. Gut. Sehr schön. Was? Alles gut. Okay. Wo muss ich denn hin? Patrick? Blick. Logbuch des Captains, der tägliche Hai. Hi. Ich keine Sorge, ich hab's gehört. Hallo. Oh. Oh, ich glaube. Extrablatt, Extrablatt, ich bin hier. Miss Piggy kommt aus dem Dings! Ja. Miss Piggy kommt aus dem Event raus! Hilfe! Hilfe! Oh, eine Sweet Mango! Mango, Mango, Mango! Fehler ist der Sprengmeister! Fehler ist der Sprengmeister! Mango, komm mit! Mango, renn! Fehler ist der Sprengmeister, ihr habt die Bombe von ihr! Ich bin Lava! Mir doch egal, ich bin nicht die Bombe! Aber Mango, 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 Mango! Also, Fehler ist der Dingens, wir müssen Alarm schlagen! Ich bin der Kanadier. Alarm. Nur ihr beiden wisst das. Nur ihr beiden, okay? Nur ihr beiden wisst okay. Das. Wo war der Alarm? Hier. Pass auf. Ihr habt alle gehört, was Amaryll uns gesagt hat, ne? Oder? Ich würde sagen, wir sollen Filia rauswurten, meint er. Jupp. Wait! Lippi war gerade noch am Leben! Lippi ist weg! Die also, wen hast du denn dann die Bombe, wenn das nicht wahr ist, Filia? Ich hatte keine Bombe! Das ist so niedlich. Du hast sie ja auch verteilt, nein. Aber du hast doch eine Partystimme von deinem Teammate. Ich hatte keine Bombe. Nein, ich erinnere mich, dass ich Amaryll überhaupt gesehen habe. Ich hatte keine Bombe. Aber du hüpfst durch Schächte. Du ja, kommst durch die Wände raus. Aber es ist... das war doch eh. Achso, stimmt. Miss Peter kommt durch die Dings. Wartet mal ganz kurz. Hat's nicht angefangen zu ticken, nachdem Miss Piggy zu uns in die Brücke reingehüpft ist? Aber Sekunden. Bombenleger kann nicht in den Vent. Genau. Doch. Nein. Nee. Also normalerweise können Bombenleger nicht in den Schrank, wenn es auf bestimmten Maps. Aber wenn er die Bombe abgelegt hat, der Sprengmeister. Ich hab definitiv keine Bombe weitergegeben. Aber der Sprengmeister kann nicht vorher die Bombe wegpacken. Eine kurze Frage. Hört man mich wieder besser? Ja. Ja. Ganz cool. Oh, okay. Schau mal, ich hätte jetzt ungekühlt rausgehört. Aber, okay. Erzähl mir mehr. Ich glaube, Fehler ist unschuld. Ich hab nichts gemacht. Das klingt so niedlich. Aber ich hatte gar keine Bombe. Die fahren alle in die Hölle. Ich hatte gar keine Bombe. Oh Mann. Hi. Hi. Oh, hi. Wäre jetzt böse, wenn wir wirklich die Falsche rausgekickt haben, ne? Was? Was ist das? Hallo. Hi. Wir gehen weiter. Shago. Hi. Komm mit. Also, Fehler, hat so niedlich geklungen. Aber ich hatte gar keine Bombe. Hellblau. Mach Hellblau weg.
Bild. Oh Gott. Du bist doch, oder? Ja, sing weiter. Ich bin nicht singen. Was macht ihr auf? Was macht ihr denn da mit mir? Nein. Ich glaube. Lass uns das Axtmörder verfolgen. Er hat uns angefurzt. Ich lauf gerade den Gang nach oben. Nur rasch gekillt, einfach vor mir. Xera. War ein blöder Moment, dass ich dich erwischt hab. Das ist so ein Bullshit, Trax! Das ist so ein Bullshit! Du bist so eine Sau, wirklich! Ich lauf den Gang runter zwischen Sicherheit und medizinischer Abteilung. Trax kommt mir an, tötet Xera und ich sag noch, hab den scheiß R-Knopf nicht gefunden und dann reportet der einfach. Ich hab sofort reportet, wie du umgekehrt. Na ja, du, ey! Nee. Und hast du dir auf jeden Fall, Alter. Trax hat vor mir Xera getötet. Okay, ich glaube dir. Andere Sache. Ich habe eine Vermutung noch. Ja. Also ich glaube dir sogar mehr Nurashka als Trax. Mango stand gerade bei uns ziemlich lange rum, Chago, ne? Ja. Das ist ein Zeichen. Ja, ich dachte, mir was vorsehen. Wir haben noch eine Taube, ne? Wem war ich denn gerade unterwegs? Wir dürfen das nicht vergessen. Ich kann mir vorstellen, raus mit Trax. Raus mit Trax. Nächstes Mal finde ich den R-Knopf. Lauf mit Trax. Dann hast du nicht so viel Glück. Das war nur Raschka. Ich hab sie auf frisch. Das war ich aber nicht. Das weißt du ganz genau, Trax. Das brauchst du hier gar nicht zu versuchen. Schon draußen. Das kann auch sein. Das brauchst du nicht zu versuchen. Tschüss. Vielleicht ist Miss Chicken. Miss Chicken. Nurashka. Tschüssikowski! Adieu! Hau ab! Raus mit dir! Raus! Küche? Hallo? Also, Miss Piggy kann wenden. Ach, da. Hast du jemand anderen wenden sehen? Nö, nur mich. Kiro? Kiro, kannst du töten? Bist du gut? Ich kann dir sagen, wie viele tot sind. Oh, verdammt! Chago war schon sehr lange bei mir. Es könnte wirklich sein. Hi. Miss Piggy? Hi! Nein! Ja! Ich hab jetzt hab ich doppelt geklickt, jetzt hab ich Cooldown! Ich hab das Gefühl, dass Chago, ich bin Imitator, Chago könnte Dingens sein. Mein Kollege quasi, also mein Fake-Kollege. Der war sehr sicher bei mir, weil ich Imitator bin. Und er sich bei mir sehr sicher fühlt. Chago. Hi, have a great time. Hallo. Hi. Hi, warum kann Miss Piggy wenden? Ingenieur. Weil ich das nun mal kann. Fuck. Ja, bitte. Du hast reported, eine Profileiche. Okay. Wo bist denn du? Ja, ich bin, aha. Warte, wo bin ich denn gerade? In Sicherheit, ich wollte gerade ins Gefängnis runtergehen. Du bist beim Quartieren? Ich die Mango! Ich wollte in der Sicherheit, habe ich mir dann die Karte geholt, Licht aus, Tür hinter mir zu. Jetzt einfach nur im Raum rumgegangen. Ich stehe warte zwischen Sicherheit und Gefängnis, genau auf der Türschwelle. Wollte ihn jemand über die Türschwelle bringen? So. Haben wir einen Profi? Ja, aber nicht. I don't know. Wir haben, glaube ich. Also, wir haben ja unbekannt, ne? Wir haben eine Party. Einen Bomber haben. Ja. Genau. Wie viele Böse haben wir denn? Zwei. Drei. Haben wir überhaupt einen Bomber? Ich habe keine Bombe gehört. Ich habe eine Bombe gehört. Keine Bombe gehört. Der Sprengmeister kann sich einfach zurückhalten. Jetzt. Aber ich denke mal, der Bomber ist mittlerweile tot. Also, Trax war kein Bombenleger. Daniel? Ich war der Bomber. Mega. Kannst du mir nach der Runde die ganzen Rollen erklären? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, es gibt nur Enten und Killer. Quasi. Gibt's auch nur. Aber Chago, ich glaube, ich weiß, dass du böse bist, weil ich bin Imitator. Das kannst du Patrick fragen jetzt gleich, was Imitator bedeutet. Bye, have a great time. Tut mir leid. Jetzt wird nur. Ich bin mir sehr sicher, dass Chago ein Imitator war. Der ist jetzt doch. Wir müssen zum Licht, komm mal mit. Die vertraue ich wenigstens. Wenigstens einen. Hi.
Hi. So. Bye, have a great time. Wer könnte jetzt noch der Letzte sein? Also ich will jetzt irgendwie... Ich hatte jetzt gecallt, dass ich Mitator bin, ne? So. Das heißt, ich kann nicht so spielen, als würde mein Kollege nicht wissen, wer ich bin. Doraschka weiß ja auch, was er ist. Nur bei Noraschka weiß ich, dass sie... Na, bei dir weiß ich, dass du gut bist. Hoffe, es sei denn, du hast mich am Anfang richtig ausgetrickst. Nein, nein. Ah, dann bin lieb. Gut, gut. Ja, hast du eine Idee, wer der Letzte sein könnte? Gar keine Ahnung, tatsächlich. Also ich war mir ziemlich sicher, dass Mango Taube war. Also Chiruscello ist, glaube ich, Medium. Oh Gott. Ja, ja, ist richtig. Ah, wer waren die anderen beiden? Also Sprengmeister ist wahrscheinlich draußen, so wie es aussieht. Naja, gepartied wurde auch keiner mehr. Ja, das heißt, die beiden sind wahrscheinlich draußen. Was könnte denn noch da sein? Ja, der Falke, aber maybe war Trax Falke. Ja, das könnte sein. An wen soll ich mich denn am besten dranhängen? An Paco. An Paco. Hallo. Welchen finde? Schwierig wird das. Oh. Nochmal von vorne. Mhm. Alle Schiffe. Oh. Maya-Coin. Ich habe Angst vor Xaxa. Könnte es auch so sein, dass nur noch einer drin ist? Und dass das der Sprengmeister ist? Also, weil irgendjemand sagte gerade, er hat Angst. Ah! Hi! Miss Piggy ist Ingenieur. Was ist Xaxa? Was ist Xaxa? Ich weiß, wer der Letzte ist. Argo, er hat mir die Bombe angehängt, er war der Einzige neben mir. Oh. Die ganze Zeit auf der Suche nach Chris. Ja, also kurz, du bist die ganze Zeit dahergerannt. Dann warst du einmal kurz neben mir und dann bist du abgehört. Aber du hast noch die Bombe, oder? Ich hab einmal neben mir. Ich hab sie noch oben gelassen. Okay, wir... Auf einmal habe ich auch angefangen zu ticken, es war kein anderer neben mir. Also, Spiegel Ingenieur, nur Raschka ist. Dann hätte ich schon 5-6 Gelegenheiten gehabt, wenn ich das wirklich wäre. Also, ja, also wie ich das sehe, entscheidet sich ja nur zwischen Xaxa und Paco. Da. Oder? Tatsächlich hätte ich dir so oft die Bombe anhängen können, Daniel, ne, wenn ich es gewesen wäre. Nein, ich meine so allgemein. Weil Miss Piggy ist Ingenieur, Chiruscello ist Medium. Ja, das Ding ist, ich kann aber auch sagen, wenn Paco hätte mir auch schon ein paar Mal die Bombe andrehen können. Ja, wir sind durch alle durchgelaufen. Das sag ich doch. Ist aber 50-50 jetzt. Also ich glaube in dem Fall sogar Kiro besser, weil warum sollte er sonst die Bombe gekriegt haben? Es war kein anderer bei mir. Es war nur Paco nämlich. Ich dachte eigentlich, er ist taube. Also Kiro, deswegen wollte ich zurückrennen. Wenn die Runde noch weitergeht, schmeißen wir Kiro auch raus. Aber ich habe gerade... Kiro hat wirklich... Oder hängt die Bombe Xaxa an? Warte mal, es entscheidet sich zwischen ihm und mir und wenn die Runde weitergeht, tötet man einen Dritten, aber nicht den, den wir als Zweites ausgewählt haben. Oh, ist vorbei. Jetzt ist das Zufall. Man hat die beste Runde aller Zeiten. Hi, ich muss Schalke kurz was sagen. Wo kann ich ihm denn erzählen? Hi, Trax. Hi, Miss Piggy. Hallo, Daniel. Hey, ja, hallo. Ich hab ne Münze. Ich will noch mal reden.
Oh nein! Xaxa, das hört sich natürlich super ausgeschaut. Xaxa liegt beim Waffenraum ganz oben, da bei dieser Task. Ich glaube, man muss Asteroiden abschießen, ich bin mir nicht sicher. Ich habe niemanden gesehen und er ist vor mir explodiert. Esper? Explodiert? Explodiert auch gleich. Ja. Und Esper. Esper. Wahrscheinlich haben wir einen Esper. Explodierozaurus. Ist ein Feuerwerk. Wer hat sich nicht bewegt? Oh, warte mal. Xaxa war bei... Ja nicht geheim. Ich glaube, ich weiß, wer der Esper ist. Kurz darauf ist Miss Piggy den Gang runtergekommen. Für mich ist es zwischen Dragon und Amarillo dann. Weil Xaxa war mit uns rechts. Ich hab mich bewegt am Ende. Genau, dann bleibt Dragon übrig, oder? Du hast mich auch bewegen sollen. Kiro hat sich auch lange nicht bewegt, aber er hat gar nicht. Du hast dich bewegt, das stimmt. Wer auch immer da gerade schmatzt. Aber ich war blind, das kann auch. Bitte aufhören. Guten Appetit, wie auch immer der schmatzt. Nuraska, die schreibt. Ich glaube, das ist nicht schmatzen. Ich glaube, die schreibt. Ich schmatze schon wieder. Es klingt wie schmatzen. Dann sorry, dann tut mir leid. Das klingt wirklich schmatzen. Das klingt passt auch dazu. Ich bin rot. Oh. Einmal die Gänse, die sind die Nieten, die Enten, die sind die Bösen, glaub, die Roten. Und dann die Neutralen, die alle gegeneinander. Warum kriegt Dragon? Ja, er wird auf Esper beschuldigt. Ja, warum hat uns am Anfang mit Speck Xaxa? Hallo. Hi. Wer meint, ihr könnt böse sein? Dachte mal, Billard spielen, aber nur ab. Eindeutig, Kacke. Ganz eindeutig. Ich immer. Bin die Liebe in Person. Ja, ja. Würde ich auch behaupten, wenn ich böse wäre. Ich bin die Liebe in Person. Ja, bin ich doch. Hi, Süßen. Lieber als ich geht gar nicht. Oder was meinst du, Kiro? Ja, auch. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ich stimme einfach mal aus Prinzip zu. Aus Prinzip? Du bist das. Ja. Das Mülltrennen, unnormal scheiße. Das ist amerikanisches Mülltrennen. Restmüll und, also Biomüll Guten und Tag, Restmüll. Guten Tag, ich bin auf der Wutbank, was ich sagen soll. Ja, Bullshit-Müll ist das. Ja, das ist amerikanisch. Also ich hasse nur Daniel, euch anderen, alle anderen mag ich. Hey, warum hast du mich? Ich hab doch nichts Böses getan. Ich hab doch gar nicht gegeben. Riss dich von mir, ey. Ich will dir nur helfen. Hast du eine Frage? Mango hat gepupst. Es riecht. Hier stinkt, das Mango hat wohl gepupst. Wenn Viklaymer stirbt, dann nur weil er mich gestalkt hat. Wieso, Miss Piggy? Was bist denn du? Der stalkt mich. Mango, kannst du... Gibt's auch noch eine Taube? Ich bin gerade komplett clueless. Mango hat's. Hi. Was bist du? Kann man dir helfen? Oh, wir müssen Kommunikation reparieren. Die Stecker reinmachen und dann fängt's an zu brennen. Feuer. Ich mach erstmal den Abwasch fertig. Ich mach Feuer, alles gut. So, zum nächsten Feuer. Ganz rechts. Bei. Ach, ich glaube, ich war der Grund. Du hast gehustet, ne? Hier brennt es. Ja, ich niesen, Entschuldigung. Wer ist draußen? Ich soll nicht reingehen. Also der Profi hätte hier echt gut killen können. Einfach reinhauen. Keiner sieht, wer reingegangen ist. Ja, der wird sofort reported. Hi, Patrick. Ey, haben wir eine Taube? Wir haben eine Taube. Haben wir das? Ja. Die ist bestimmt viel Claimer, weil der rennt mir einfach übelst hinterher. Oh. Nicht wundern, ich habe geklingelt wegen der Taube, dass die Taube sich resettet. Es sei denn, Xaxa ist die Taube, weil die Runde ging jetzt doch ziemlich lange und es ist keiner gestorben. Und Xaxa muss jetzt die ganze Zeit alleine rumsitzen und spielen, der Arme. Warum ist keiner tot, Leute? Ich weiß es nicht. Ja, ja, das ist fragwürdig. Naja, ihr lauft immer auf einem Haufen rum. Ich verfolge pazifistische Grundsätze. Naja, beim Feuerlöschen hätte man wirklich jemanden töten können. Da war eine Masse versteckt hinter Rauch. Ja. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Vielleicht war der Killer gerade nicht dabei.
Ich will dich nicht wiedersehen. Wir haben so schöne Rollen, die auf dem Boden sind. Ich hab so die Vermutung, dass El Shaco und Barco Neusi sich zielen wollen. Also tötet doch mal endlich jetzt hier ein bisschen. Ich möchte kurz anmerken. Zipp die Messer. Los, Mango, zipp das Messer. Du warst gerade Der Esper tötet, wenn du... Wir haben ja auch ein paar neue hier dabei. Esper tötet halt, wenn du drüber gehst, dann musst du stehen bleiben für 10 Sekunden danach. Du siehst dann quasi andere Figuren und bist dann quasi sichtbar als Esper, theoretisch. Hoffe einfach, dass du nicht gesehen wirst. Also, du stellst dich geschickt. Das war eine sehr verwirrende Erklärung, Daniel. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das schnell erklären soll. Wir haben so schöne Rollen, die auf dem Haufen killen können. Profi, Esper, Bombenleger, Amarillo. Alles drei habe ich noch gar nicht gehört. Hatte ich drin schon mal killen können. Das ist schlimm. Dann machen wir einen Task-Sieg. Paco macht so schnell er kann. Vorbereitung der Einrichtung. Hallo Paco. Hi Zira. Daniel. Zira. Wie geht's dir? Ich habe gleich eine Frage am Ende der Runde. Erinnere mich nochmal dran. Also wenn die Runde vorbei ist. Okay, mach ich. Alle hier. Okay, warte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Bleib weg von mir, Schnabeltier. Nurashka könnte vielleicht. Ich hab da gerade. Ja, ich hab meine Taube sein. Oder Nurashka? Hab ich recht oder hab ich nicht recht? Womit? Könntest du die Taube sein? Nee, wieso? Weil du gerade so komisch gelaufen bist. Könnt ihr gar nicht. Ich bin Richtung Feuer gelaufen. Ja. Ich glaube. Nicht gegen Feuer, Richtung Licht. Ja, ich weiß, was du meinst. Nicht ins Licht laufen. Nein. Ah, genau, das ist ein Tauben-Move und ein Gänse-Move und ein Enten-Move. Das muss die Taube sein. Ich glaube, erst ist Daniel, weil Daniel geht hier die ganze Zeit zu den ganzen Leuten. Nein. Daniel. Oh, er hat die Klinge. Ich bin nicht böse. Ich bin lieb. Was bist du, Shago? Bist du lieb? Ich bin genervt, lass mich in Ruhe. Ich hab nichts getan. Schön. Hier. Die Lippe ist bei mir auch woanders gestanden und plötzlich war es zwei Räume weiter. Von aber jetzt ich bin okay. Gerade unterhalten. Das nennt man Ente. Ja, wir haben sie kurz uns. Oder durch. Miss Piggy hat die Leiche gesehen, weil er böse ist und der Profi ist sein Lady. Das könnte auch möglich sein. Nee, aber warte mal, wir haben ja so viele Killerrollen noch. Obwohl, nee, wir haben ja nur Esper. Sie sehen die Killer, die Leiche von Profi und Esper haben wir. Ja, sehen sie. Aha. Killer. Sie wissen, wo Piggy ist. Oh, Piggy. Nein. Oh. Wie sicher sind wir uns jetzt, dass es mit Piggy ist? Die lag da! Naja, es könnte möglich sein, wenn er die Leiche gesehen hat, aber Xera nicht. Dass er auch nicht böse ist, weil die Böse sehen die Boote, wenn der Fakt stimmen würde. Nein, das ist Piggy! Lol. Ich teste es einfach! Für verdächtiges Aussehen. Ich versuch, wo ist denn der Knast? Ich probier's einfach. Map? Ja, wo ist denn der Knast? Sicherheit. Bitte? Sicherheit? Oh nein. Ich probier's einfach. Und musst du auf die Map schauen? Du musst den Gefangenen begutachten. Das ist jetzt schlecht.
Geht das jetzt auch nochmal auf? Können wir auch gucken. Der Daniel, was glaubt das? Oder ist das ein Krieg? Okay, ich wollte Daniel gerade fragen, was er denkt, dass es ist. Auf einmal tötet er Miss Piggy als Sheriff. Kein schönes Ende. Das hat der Sheriff die meisten Kills im Game, ne? Irgendwie schon, ne? Also, Margot, du stellst dich echt schlecht an als Killer. Ja, finde ich auch. Ich war eingesperrt. Also, was ein gegenseitiges Ziel jetzt gerade. Gegenseitig, ich meine, das Spiel war gut und Daniel hat sich selbst umgebracht. Genau. Er hat gerade gesagt, oh, ich probiere es einfach aus. Und ist ja, im Gefängnis. Okay, das ist. Ja. Also, mein Vote ist nach wie vor auf Mango. Warum? Ich war bei Paco rechts auf der Web. Wir haben beide. Aber du hast in den Raum geschissen. Das stimmt, Alter. Okay. Und dafür kann ich nicht. Nein, alles gut. Also hab ich gerade so angeboten, sorry. Vor allem so trocken. Aber ihr dürft jetzt nicht alle Mango voten, das funktioniert so nicht. Nein, das funktioniert so nicht, Leute! Natürlich funktioniert das. Das ist wie es funktioniert. Nein! Nein! Sag mal! Ich glaube, du weißt nicht auch voten. Nein! Dass Dragon immer noch nicht gelünscht worden ist. Ja, das war seit Runde 1 klar eigentlich. Esper. Ja, eben. Das ist so frech. Warum das ja nicht einfach ohne Sinn und Verstand getötet hat. Aber er hat doch keinen Guten getötet. Was sollen wir dafür rauswerfen? Ja, ich hab nicht getötet. Er hat doch einen Bösen getötet. Der ist doch auf unserer Seite gewesen. Hast du die Chance, Silva? Ja, hält sich damit ja im Gleichstand. Einen Guten, einen Bösen. Warte, schau mal, wer wieder Sprengmeister ist. Na, ich war halt. Das ist jetzt so viel Scheiße. Ich hab halt bis Piggy rausgeschmissen. Zumindest hab ich einen Imitator erwischt. Und das macht auch echt keinen Spaß, ne? Wenn du einfach so sinnlos weggeäspert wirst, nee, obwohl du rot wohl bist. Also, wir müssen schon erklären, was der Pelikan machen kann. Oh. Egal, ob er einer ist oder nicht. Oh, Daniel. Hi. Habt ihr gehört? Was? Nö, was? Shago, müssen wir erklären, was der Pelikan kann, damit er nicht in den Pelikan reinläuft. Oh, ja. Willst du jetzt noch quatschen oder warst du sie schon? Im Grunde war es das eigentlich, aber ich hätte jetzt gesagt, also ich habe verschiedene Musiken von damals noch, wo ich in der Band war. Die habe ich wiedergefunden. Ja, und einfach okay. Mal anhören, vielleicht fällt dir was dazu ein oder so. Du kannst verhältnismäßig gut singen. Und du hast gesagt, du kennst auch jemanden, der mit Musik sich auskennt. Mein Mann ist Tontechniker. Ja, genau das. Du kennst ja auch deinen Mann, oder? Ja, entfernt. Da ist mir schon ein paar Mal überweglaufen. So, dann trennen wir uns mal hier. Ja, na, ich bin. Trennen wir uns hier, okay. Tun wir das nicht. Hi, Patrick. Das sind die Überwachungskameras. Hallo. Das ist gut zu wissen. Aha. Sind das beißige Überwachungskameras? Was? Das sind beides Überwachungskameras, ne? Oh. Aber die eine kannst du dran gehen und die andere nicht, oder? Ich. Da kannst du halt, das andere ist was anderes. Wenn wir Schau gesehen? Also, das La- ja, wenn wir Schau gesehen, müssen wir sowieso. Oh. Zu erklären, was der Pelikan kann. Nicht, dass er in den Pelikan reinläuft. Ist unten lang nicht schneller? Keine Ahnung. Folge Franzi. Ja, hi! Shago, der Pelikan kann folgendes. Der kann jemanden fressen, wie der Killer. Ist er aber in der Traumkarte-Runde? Ich trau den ganzen nicht. Gewinnt aber nur alleine. Dafür hinterlässt er keine Leichen. Ah, die in deinem Bauch können mit dir reden. Da. Ich hab ein bisschen Angst. Ah, die anderen drumherum hören das dann nicht. Aber, oh, richtig. Oh nein! Pelikan sind richtig. Kann der Pelikan bitte Franzi fressen? Dann. Nein, Franzi muss gepartet werden. Okay, haben wir Party? Ja. Oh je. Wer futzt? Ich glaube, wir haben keine Party. Wir haben Attentäter und wir haben Verräter. Ja. Ich will oh, toll. Nicht gucken, ob wir was haben. Wissen wir nicht. Dann sind ja noch welche auf Geheim. Hallo Daniel. Hi. Weißt du, ich muss hier ran, ne? Du weißt. Was? So. Zack, zah, wie geht's dir? Daniel, wie geht's dir? Keine Ahnung, wie geht's mir? Keine Ahnung. Yay!
Au. Hallo. Hexer. Hi. Ärgerlich. Bin ich alleine? Ich geh mal. Nun. Irgendwie, genau das war das Ding, was ich gemeint habe. Es ist wahrscheinlich der Pelikan unterwegs und die meisten sind schon tot. Ich habe nämlich plötzlich keinen mehr gesehen. Wer könnte jetzt noch der Pelikan sein? Du! Nee, ich nicht. Du! Wer hat ich gesagt? Ich. Nee, Zera, du bist nicht der Pelikan. Der Dodo. Zera, der Dodo. Also ich glaube, Franzi und irgendwer laufen immer zusammen rum. Es könnte auch sein, dass einfach gar kein Böser mehr da ist. Ja, ne? So. Franzi und ich laufen immer zusammen. Dass er nur der Pelikan fressen kann. Ja. Aber ich habe jetzt quasi eben dann keinen gesehen. Ja, was passiert dann? Wir haben doch die Taube. Dann werden wir alle gefressen, ne? Dann haben wir verloren. Wir haben auch die Taube, ja, glaube ich. Ja, dann ist es schon ganz gut gewesen, dass jemand... Nee, wir haben die Taube nicht. Gedrückt hast. Die Taube ist nicht da. Hey, wir haben Duo, nee. Wir haben Dodo, Duo, Dodo und Pelikan. Mhm. Oh, okay. Ja, wir haben keinen Geier. Ja, ich muss Franzi kurz ein bisschen lauter stellen. Hört sich fast. Wie kannst du nur? Ich hatte gar keine Bombe. Dafür wirst du gewotet, du Arsch. Nicht so excuse me, was ist das jetzt? Hallo, stopp it. Stopp das. Stopp das! Lass das, ich hasse nein. Das. Ey! <Nein. lacht> Aufhören! Würdest du dann den Kopf einschlagen? Kann ich verstehen. Lass mich in Ruhe. Zack, so. Ich pass auf dich auf. Zack, so, bleib hier. Ihr beiden, ne? Geht nicht um den Sack. Wir machen doch gar nichts. Alle weg. Geht doch alle weg, ich will euch nicht hier haben. Lasst mich alleine. Aber du bist der Todesengel. Oh nein, ich reiß euch. Oh, guck mal die Tür. Wo ist er? Ah, du musst klingeln. Noraschka hat gefressen. Noraschka hat gefressen. Du musst klingeln. Wie geht das? Ja, komm mit, mir nach. Das musst du an dem Tisch hier machen. Ich kann nicht mehr, ich hab schon. Hier ist der Tisch, da rangehen und klingeln. Daniel hat gesagt, es soll klingeln, Noraschka hat gefressen. Ja, Noraschka ist irgendwie tot. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin den ganzen Abend hier. Willkommen was? Zu Ihrem TED-Talk. Ich wurde gefressen. Also, es war wahr, es war wahr. Ja. Und, yes. Ja, Was? Du musst nicht verraten. Ich hab auch gesehen, wer getötet hat. Du musst es nicht verraten, sagst. Dann darf er dich sag halt nicht töten, nicht. Wenn er eine Ente ist. Brust du nicht. Ich kann's verstehen, man will nicht immer gleich den Typen verraten, der dann... Ich kann nur sagen, Schauke war es. Aber nicht. Nora war gerade so geil, sie so, wo sind die Menschen? Wo sind die Menschen? Tot. Alle tot. Also der also guckt ihr euch doch mal diesen Xaxa an. Sieht der nicht verdächtig nach Killer aus? Mit dem ganzen Nee. Ja, ich finde also Xaxa ist hier optisch die einzige Person, der ich trauen kann. Ich knabber halt nur gern ein bisschen an Füßen. No King Shaming hier. Ja, wissen wir von irgendjemandem, was das ist? Auch. Nee, ne? Taube gibt's ja nicht. Dodo? Wissen wir, wer der Dodo sein könnte? What? Diese. What? Diese Verhuchts, Alter. Oh oh.
Oh nein! Ich würde mal sagen, der Verräter ist raus. Das kann sogar gut sein. Das hier aufzumachen, oder? Das muss nicht gut sein, ja? Alle sind sie jetzt hier? Ja. Nein, haben wir nicht gesehen, es ist dunkel. Ja. Daniel. Zackzer tot. Wer hat Zackzer immer getötet? Daniel, grundsätzlich. Ja, also jetzt gerade ist ja also Lippi ja leider gestorben. Ja, die haben ihn mit Zackzer alleine gelassen. Ja, aber der ist ja auch tot jetzt. Ja, aber. Ja, und du bist dann erst dazu. Ja, ich habe aber keinen getötet, das funktioniert so nicht. Und Chago und Paco waren dann oben beim Lightfix, wo ich dazugekommen bin. Und danach bist du erst dazugekommen. Ja, ich bin danach gekommen, aber ich habe Lippikus nicht getötet, weil Lippikus haben wir mit Zackzer alleine gelassen. Okay, weil die Türen waren zu. Okay, und ich bin rechts, ich bin ganz rechts. Nee, ich bin ganz rechts in der Brücke. Habe ich nicht. Der Pelikan ist draußen. 100% ist der Pelikan draußen. Wir haben Nora gewählt. Lippikus hat es bestimmt hier gedingst. Ach, stimmt, ja, Nora. Stimmt, ja, Nora wird getötet. Ja, aber da muss ja trotzdem einer von euch Killer sein noch. Ja, klar muss einer Killer sein. Einer von euch beiden. Ich überspringe. Daniel ist der Killer. Nein, wir können jetzt nicht mehr überspringen. Doch, können wir. Ich kann überspringen. Ich weiß nicht, wer es ist. Wer hat Zackzack getötet? Wer war bei euch noch alles links? Ich war ganz rechts auf der Brücke. Schweine. Aber wer hat Zackzack noch nicht getötet? Oder Zera. Zera kann doch nicht Zackzack getötet haben. Raus mit der! Nee, es ist vorbei. Zera kann doch nicht Zackzack getötet haben. Schmutz! Wie ist Zackzack gestorben?